Schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Das Thema hätte heute allein Rheinmetall sein können mit dem Start in den DAX, ist es aber nicht, denn erneut ist das Thema der Bankenkrise wieder das Unwort in dieser Woche auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unwort deshalb, es gab am Wochenende dann die Nachricht, dass tatsächlich die UBS die angeschlagene Credit Suisse übernehmen wird. Man könnte denken, jetzt ist die Kuh vom Eis, so sieht es aber nicht aus, denn nach wie vor ist einiges im Argen und der Bankensektor deutlich unter Druck. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Carsten Junius von der Bank Safra Sarasin. Schön, dass Sie spontan Zeit für uns haben. Natürlich, gerne. Ich habe schon gesagt, Thema ist jetzt alles andere als schön, aber es gibt wirklich nach einem Marathon der Verhandlungen eine Lösung. Die UBS hat sich entschlossen, die angeschlagene Credit Suisse zu übernehmen. Warum kommt das nach wie vor so negativ an am Markt? Nun, erstmal haben wir gedacht, dass wir Bankenkrisen eigentlich gelöst hätten, dass wir sie loswerden mit den ganzen neuen Regulierungen, mit den ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die wir hatten. Aber wir haben gesehen, in den USA hat der starke Zinsanstieg bereits dazu geführt, dass Banken pleite gegangen sind. Und das hat auch bei uns das Vertrauen in die ein oder andere Bank dann erschüttert und zu Liquiditätsabflüssen geführt, unter denen die Credit Suisse jetzt einen neuen Unterschlupf gefunden. Dass die Credit Suisse jetzt schon seit einer Weile am Kriseln, am Kränkeln war, ist keine Überraschung. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Aber halten Sie es für wahrscheinlich, dass dieser Unmut, diese Bankenkrise tatsächlich auch auf den europäischen und damit auf den deutschen Markt komplett überschwappen könnte? Also wir müssen schon jetzt sehen, dass das Vertrauen in Banken etwas zerrüttet ist. Und wir müssen auch verstehen, dass sich die Finanzierungskonditionen für Banken jetzt verschlechtern. Dadurch, dass das Vertrauen weg ist, dadurch, dass so viele Anlegende Geld verloren haben, entweder als Aktionäre, aber auch als Anleihegläubiger der Credit Suisse. Und das ist nicht gut für den Bankensektor und das ist nicht gut für die Wirtschaft insgesamt, weil Banken ja auch wieder Kredite vergeben und jetzt wahrscheinlich höhere Konditionen dafür verlangen müssen. Hätte man das vermeiden können? Hat sich das langsam zusammengebraut? Weil, gerade schon angesprochen, die große Überraschung war das bei der Credit Suisse nicht. Aber trotzdem schwappt es auch ein bisschen mit dem Unmut, sagen wir mal, von der Silicon Valley Bank, was zwar ein ganz anderes Thema ist, aber exakt im relativ ähnlichen Zeitraum aufploppt und damit auch das ganze Vertrauen kippt. Nun, natürlich hätte man das in einer gewissen Weise vermeiden können. Das sind letztendlich Unternehmensentscheidungen. Es gibt viele Schweizer Banken, die ordentliche Gewinne machen. Die UBS zählt auch dazu. Es gibt andere Banken, die ziemliche Verluste machen. Da gehört wohl die Credit Suisse dazu. Das heißt, man kann auch andere Entscheidungen fällen und solide dastehen. Insofern ist es immer in einer gewissen Weise vermeidbar. Was schwierig zu vermeiden ist, wenn wir es mit globalen Vertrauensverlusten zu tun haben, das, was in den letzten zwei Wochen zu beobachten gewesen ist. Wie könnte man denn das Vertrauen wieder aufbauen, was Sie gerade eben ansprachen? Nun, letztendlich brauchen wir tatsächlich eine gute Regulierung. Und die ist in den USA nicht ausreichend gut gewesen. Da sind halt eben bei der Silicon Valley Bank, die sich als systemische herausgestellt hat, die Regulierungsanforderungen nicht ausreichend stark gewesen, weil man im Vorfeld gesagt hat, ach, die sind ja nicht so groß, die sind vielleicht doch nicht systemisch relevant. Und damit ist sie nicht so reguliert gewesen, nicht so stark beobachtet gewesen, wie es eigentlich notwendig ist. Hätte sein sollen. Herr Junius, ich habe jetzt an Ihrer Schulter vorbeigeschaut. Die Stimmung am Markt heute, an dem Montag, ist alles andere als berauschend. Das heißt, der DAX über 1% im Minus, 14.600 Punkte, ganz hauchdünn darüber sind wir. Das spiegelt natürlich auch wieder, wie die Stimmung aktuell und die Unsicherheit am Markt gegeben ist. Ist diese Reaktion, gerade nachdem man sich geeinigt hat, Ihrer Meinung nach übertrieben? Ist das jetzt so ein bisschen eine sehr sensible Stimmung, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist? Also ich kann diese Marktreaktion komplett verstehen. Das Risikobewusstsein muss in solchen Situationen ansteigen. Jeder Anlegende sollte über seine Bücher schauen und gucken, ob er tatsächlich die Volatilität, die wir aktuell am Markt haben, die Risiken, die sich potenziell entwickeln können, ob er die aushalten kann. Ich würde in der aktuellen Situation sowieso defensiver investieren und schauen, dass nirgendwo was anbrennt, ohne dass wir jetzt Panik haben müssen. Aber in Krisenzeiten sollte man sich bewusst sein, wo die eigenen Risiken liegen. Abschließende Frage: Sehen Sie ein hohes Risiko für die deutschen Banken?
Nein, wir sind natürlich hier sehr, sehr gut aufgestellt. Letztendlich, und wir haben das letzte Woche von der EZB gehört und wieder gehört, sind wir hier gut reguliert. Wir haben letztendlich die ganzen Sicherheitsratios, die werden erfüllt. Das ist gut. Und dennoch können wir uns nicht ganz von dem Makroumfeld abkoppeln. Das heißt, hier werden alle sich etwas risikovorsichtiger verhalten. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Einschätzung, Carsten Junius. Liebe Zuschauer, auch an Sie ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Wir haben natürlich alles Weitere für Sie im Blick. Es wackelt momentan an den Märkten. Gerade dann lohnt es sich, dabei zu bleiben und einzuschalten, um immer auf dem Laufenden zu sein. Bis dann.